Wir schreiben die ausgehende zweite Ära. Es herrscht Krieg. Tiber Septims Kaiserreich überrollt Tamriels Königreiche und Fürstentümer in einem gewaltigen Eroberungsfeldzug. Septim trifft überall auf erbitterten Widerstand. Doch kein Land wird sich so tapfer wie Hammerfell, die Heimat der Red Guards und ihrer Vorfahren. Hammerfells Großkönig, Tassad II., stemmt sich gegen das Vorrücken des Kaiserreiches, während andere Königreiche ringsumher fallen. Bis schließlich, ohne Vorwarnung und erstaunlicherweise ohne jedes Zutun einer Hofintrige, der Tod seinen Preis verlangt. Das Dahinscheiden seines Großkönigs lähmt Hammerfell. Das kopflose Land taumelt in einen blutigen Bürgerkrieg zwischen den Königstreuen, die für die Unabhängigkeit ihrer Heimat kämpfen, und den Erben, die sich der Herrschaft des Kaisers gefügt haben. Die von Tassads Thronfolger Prinz Ator geführten Königstreuen reihen Sieg an Sieg und vergießen in ganz Hammerfell das Blut der Erben. Von seinem Sitz in der Hafenstadt Strossmekai aus vereinigt Prinz Ator das zerfallene Königreich seines Vaters langsam wieder. Angesichts ihrer drohenden Niederlage schließen die Erben ein Bündnis mit dem Kaiser. So vermag er seine Streitkräfte hier zu sammeln, die Königstreuen zu zermalmen und über Hammerfell zu verfügen. Tiber Septim schickt Lord Richton, seinen besten Befehlshaber nach Strossmekai, um Prinz Ator und die Königstreuen endgültig zu besiegen. Der Prinz ruft seine Truppen zum letzten Gefecht. Im Bewusstsein, dass Hammerfells Unabhängigkeit auf dem Spiel steht, erweisen sich die Königstreuen der Macht des Kaiserreiches als ebenbürtig. Vor dem Hafen von Strossmekai prallen beide Armeen in der entscheidenden Schlacht aufeinander. Das Gefecht wogt hin und her. Lord Richton, der die Siege des Prinzen auf See schon erlebt hat, setzt seine Geheimwaffe ein, den Drachen Naphali Largus, das stolze, schimmernde Juwel der Kaiserkrone. Ator befiehlt seinen Schützen, die Bögen zu spannen, als er von Richtons Meuchelmörder hinterrücks niedergestreckt wird. Unter dem Gift des Pfeils wankt er und bricht hilflos zusammen. Ators Magier versucht, den Prinzen zu retten, doch beendet der Drachen sein Wirken abrupt und so vergeht die Hoffnung der Königstreuen auf den Sieg in einem einzigen feurigen Atemhauch. Nach dem Sieg über die Königstreuen beanspruchen die Truppen des Kaisers dessen Herrschaft über ganz Hammerfell. In jeder Stadt werden kaiserliche Garnisonen eingerichtet. Richton wird zum Übergangsgouverneur von Strossmekai ernannt. Monate vergehen. Die Red Guards von Hammerfell, Königstreue wie Erben, gewöhnen sich an das neue Leben unter dem Kaiser, während Tiber Septim seinen Einfluss im übrigen Tamriel ausdehnt. Nur durch eine Laune des Schicksals wird all das unseren Helden Cyrus berühren, einen Red Guard, der Hammerfell vor langer Zeit verlassen hat, um die Grenzländer des Kaiserreiches zu durchstreifen. Krimie, Cyrus, etofrwakecher okodor. Fass dich kurz, ich habe zu arbeiten, Sathra. Balisi hataratatami. Sicho. Ich reise in einer Stunde mit Duadienstleuten ab. Renrigi int nur, hukowo imperio ja, iko pofam rotot velk. Du musst es wissen, du hast mir den Auftrag besorgt. Antragir. Sratra kolkotero to hammerfell, boshe in rot. Das Siegel ist zerbrochen worden. Sratra worega. Klar, natürlich warst du das. Nuko Duadin, Sratra ex geil. Isara. Rolita dek kaudor. Ich brauche ein Schiff. Tbordko Sratra nakovek warabarashi. Geld würde auch helfen. Sri Duadin ja, epako ja, srik. Pur Sratra Kadoaliter Beko? Wir haben seit 10 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Es gab Ärger. Kakadar. Ich habe ihren Mann getötet.
Und so kehrt Hammerfels verlorener Sohn Cyrus in seine Geburtsregion zurück. Er schifft sich auf einer Fahrt zur Insel Strosmekai ein, in der Hoffnung, seine Schwester Isara retten zu können. Unter Deck, empfahl der Pirat, der im Grünschnabel vorhieb. Die Renegaten erklären diese Fracht zur Prise, sprach der andere mit grausamer, gnadenloser Deutlichkeit. Ihr würdet wahrscheinlich nicht zuhören, wenn ich euch sage, dass ich keine Zeit für so etwas habe. Ihr geht zum Redguard-Ehre, Junge. Tritt zur Seite. Tja, eine zweifelhafte Vorstellung. Piraterie und Politik. Aber so ist es nun einmal. Ich halte nicht viel von Politik. Zu meiner Zeit war Piraterie ehrliches Handwerk. Spiel nicht den Helden, Junge. Wo liegt denn der Gewinn darin? So geschah es, dass sie für bloße Sekunden von seiner Tapferkeit schier überwältigt wurde.